Moin, moin, meine Lieben. Ja, es ist Dienstag, es ist wieder Bazarzeit. Es ist aber auch Monatsanfang und der Hausmeister war da, Stromrechnung und Wasserrechnung kassieren. Tja, und wie es so ist, habe ich diesen Monat oder für den Monat Februar wieder nur eine Rechnung von 130 Tele. Ihr seht gerade die Gendarmer hier im Hintergrund, die ziehen raus. Trotz Handy in der Hand haben sie mich jetzt nicht rausgezogen. Ja, es ist so. Die legen ihre Prioritäten ja auf was komplett anderes. Auch hier wieder Gendarmer-Traffic. Interessiert die gar nicht. Also die sehen, die haben ja wirklich andere Probleme, als Autofahrer zu halten, die keine Maske haben, nicht angeschnallt sind und ein Handy in der Hand haben. Ja, wenn man jetzt natürlich einen Unfall baut, klar, ist man selbst schuld, ne? Auch wenn man vielleicht nicht so schuld sein sollte. Ja. Leute, wir dürfen ab heute wieder raus. Viele haben es gleich schon mitgekriegt. Endlich sind unter Auflagen die Restaurants wieder geöffnet. Das heißt, sie müssen sich natürlich an diese Corona-Vorschriften halten, dürfen auch nur hier in Alanya, zumindest Antalya-Region, 50% der Plätze belegen. Egal, besser als nichts. Die Ausgangssperren sind, glaube ich, weiterhin unter der Woche von 21 bis 5 Uhr. Aber dafür ist Samstag komplett offen. Das heißt, wir dürfen Samstag raus, ohne Probleme. Und wir können... Wusch, wieder die Vorfahrt genommen. Jawohl. Sonntags ist dafür immer noch geschlossen. Naja, also sonntags, ein bisschen dunkel. Sonntags gilt die Ausgangssperre erstmal weiterhin. Hier für die Region Antalya. Ansonsten ja, alles schön, alles gut, wir sind alle froh. Die Restaurants bereiten sich hier schon wieder auf die Öffnung vor. Das ging ja jetzt wirklich ganz schnell, weil es ja am Wochenende noch hieß nein. Und am Montagabend wurde dann halt beschlossen, doch, ihr könnt. Antalya gehört immer noch zu der Provinz Orange, das heißt immer noch Risiko, aber nicht mehr Hochrisiko. Und wir hoffen natürlich alle, dass die Zahlen jetzt sinken weiter, dass die Einschränkungen weiter sinken und so weiter und so fort. Ja, ihr wisst es. Aber es kehrt langsam wieder Normalität hier zurück. Und das ist das Schöne, warum ich hier so gerne lebe. Ja, und warum das Leben hier auch so Spaß macht. Gut, die Leute, ich muss aber zur Bank, wie gesagt, ich muss erstmal ein bisschen Kleingeld holen, um meine Stromrechnung zu bezahlen. Aber wie gesagt, ganz normal gelebt, nicht irgendwie extrem gespart oder sonst irgendwas oder, ne, was weiß ich, ich musste frieren oder so. Nein, wenn mir kalt war, habe ich meine Heizung angemacht, also meine Klimaanlage. Wenn ich Hunger habe, habe ich gekocht, ganz einfach. Und wenn ich Bock habe, habe ich geduscht. Und wie gesagt, für mich als einzelne Person auch diesen Monat oder letzten Monat wieder 130 Tele. So. An Strom und Gas wohlgemerkt. Strom und Wasser wohlgemerkt. Juti, dann war es das erstmal bis jetzt. Ich werde erstmal Geld holen. So, moin meine Lieben. Ja, mal wieder einen Tag weiter. Ich stückel das Video von gestern und von heute mal so ein bisschen zusammen. Also, es geht darum, wenn ihr Probleme habt bei der Siratbank oder mit euren 3000 oder 30.000 Tele, was man ja aktuell braucht. Der liebe Ali ist da. Ali! Merhaba! Servus! Wir sind gerade mit Ali hier, das was ich sagen wollte, bei der Al-Baraka Bank. Wenn man hier Probleme kriegt, zum Beispiel bei der Siratbank, wenn man die 30.000 Tele nicht einzahlen kann, wenn man noch kein Internet hat, dann kriegt man ja auch... ja, wir sollen draußen warten, weil innen sie voll ist. Ne? Okay. Ja, schaut, und der Thorsten hilft und hilft und hilft und fährt die Leute rum und hilft immer. Ja, ich bin Thorsten, gerne. Ich bin sollen gerne, die Leute mal wissen. Genau, ich bin immer gerne für euch da, habe ich ja gesagt, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, und das Problem ist ja, dass seit Anfang des Jahres, ich habe ja gesagt, dass mit der Siratbank so ist, 30.000 Tele einzahlen, dann könnt ihr ein Bankkonto eröffnen. Das Geld muss hier 3 Monate liegen. Ihr kriegt für die 3 Monate natürlich 1.500 Tele Zinsen. Ja, warum macht die Zeratbank das? Keiner weiß es, keiner weiß es, keiner weiß es. Es gibt natürlich auch noch ein bisschen andere Mittel und Wege. Und deswegen stehen wir hier gerade bei der Al-Baraka Bank. Oh Leute, guck mal, ist das ein Geschoss. Ja, auch sowas gibt es hier.
Ja. Und ich stehe hier gerade mit einer Einfahrt. Einfach scheißegal. Interessiert ihr keinen mit Warmblinker? Ja. Was wollte ich sagen? Achso, die macht übrigens auch, sehe ich gerade hier, Western Union. Western Union. Ich lerne durch. Keiner. Bin noch ein bisschen müde. Ist mitten in der Nacht, irgendwie kurz nach 11. Ja. Ach, guck mal, hier gibt es auch einen Döner, oder? Die machen richtig geile Döner. Richtig lecker. Wie gesagt, für 18 Tele kriegt ihr, ich glaube, 180 Gramm Fleisch, Zwiebeln und so weiter und so fort. Also die machen wirklich, also persönlich, geschmacklich, jetzt nicht wegen Soßen oder so, weil die machen da keine Soße drauf. Das ist immer ein bisschen komisch, ein bisschen doof auch. Aber für mich geschmacklich gesehen, weil das ist noch Rindfleisch, richtiges Rindfleisch. Kein Pressmüll, so wie, ne, wie man es sonst kennt. Und das ist ein richtig geiler Geschmack, auch so leicht fettiger. Ich mag ja sowas, ne. Ja, ansonsten, was gibt's heute? Also ihr seht, ich bin immer im Auftrag wirklich unterwegs, den Leuten ja so ein bisschen auch zu helfen. Und ein bisschen Hilfestellung auch zu leisten. Wenn was sein sollte, könnt euch jederzeit bei mir melden. Egal was, was ihr für Anliegen habt. Ja. Und ich leite euch dann immer gerne an die richtigen Personen weiter. Sei es Versicherungen, sei es ICAMET, sei es Wohnungen oder sonst was. Immer melden in meiner Kanalinfo. Wie gesagt, oben habt ihr ja diesen Reiter, sage ich mal. Da stehen Videos, da steht ach alles, ne? Direkt auf meiner Hauptseite. Wenn ihr ein bisschen rechts rüber scrollt, dann habt ihr Kanalinfo. Und dann findet ihr dort meine E-Mail-Adresse torstenerlanjana@web.de. Ja, hier ist natürlich viel los. Auch hier gilt nach wie vor, auch wenn hier alles wieder soweit geöffnet hat in Alanya oder Region Antalya, gilt hier natürlich immer noch eigentlich die Maskenpflicht. Und Abstand und hin und her. Also das ganze Gedönse ist schon noch da, aber ihr seht, die Restaurants haben wieder auf. Von 7 bis 19 Uhr hier in Alanya, weil es ist ja noch die Stufe Orange. Also Risikogebiet, Hochrisikogebiet sind dann andere Gebiete mit Rot. Und das wird ja, ich glaube, was sie gesagt haben, alle 2 Wochen neu bewertet. Und wir wollen einfach mal hoffen, dass sich das hier jetzt stückweise immer verbessert. Aber mit den Sachen sind wir jetzt schon zufrieden. Man kann wieder am Strand gehen, man kann wieder Kaffee trinken draußen, alles. Das ist hier schön. So, jetzt habe ich glaube ich genug gequatscht. Ihr hört hier im Hintergrund dieses Gefühl. Das ist hier so neben der Lichthupe das Wichtigste, was am Auto funktionieren muss. Die Hupe, ne? Gut, dann bis später. Ja, meine Lieben, auf meiner Straße wächst der Blumenkohl. Ihr seht das hier. Nein, das sind natürlich Blumen. Und der Frühling erwacht langsam in Alanya. Ihr seht, es wird langsam bunt. Ist das nicht schön? Oh, ich liebe es wirklich. Faltchen, hier Stiefmütterchen. Stimmt. Komm, ich film dich ein wenig. Ja, mach mal. Hier ist er. Der Maniach. Nein, der liebe Thorsten. Ja. Das ist jetzt Kestel, und zwar Hinterkestel. Hey, das ja. Handy ist voll gut. Hat ein gutes Display. Ja, so ist es nicht schlecht. Was ist für Marke? Samsung. Oh, der Galaxy M31. Im Otusbier. Oh. Otusbier heißt Onanieren auf Türkisch. Ja, genau. So. Deswegen lacht er. Schau mal, wie gut er schon Türkisch kann. Mensch, super. Thorsten. Immer Stück für Stück. Jeden Tag ein, zwei Worte, drei Worte. Ich bin unrasiert. Ich bin unrasiert heute. Du kannst auch umschalten, ne? Ah, ich weiß gar nicht. Es geht aber egal. Oben rechts da die. Aha. Da willst du dich verabschieden? Oder willst du weiter aufnehmen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht für Leute interessant, die hier sind. Ja, die Straße ist schön, ne? Mag ich auch. Hier ist der Euro-Döner. Hier kann man sehr, sehr geile Döner essen. Genau. Kapotle. Azu? Oh shit, ja. Kapotle. Was soll das? Ich dachte, die kann man aufmachen jetzt. Ja, hoffentlich. Jetzt, wo soll er aufmachen? Der hat offen. Zu. Wie in Deutschland, ne? Ja, haben sie alle pleite gemacht, haben sie nicht mehr ausgehalten. Ja. Ja, das ist so ein bisschen das Hinterkessel, sag ich mal. Wir sind jetzt hier direkt neben der D400. Stimmt. Das müsste dann hier hin nachher die. Oder ist das schon die Atatürk? Das ist die Isar Küçülmez. Okay. Die, weil da vorne kommen ja unsere Häuser und. Genau. Ich habe ja da gewohnt, deswegen weiß ich das noch.
Aber danach, nach der Moschee, wird es dann die Dinge. Atatürk. Bei Mahmudlar wird es dann erst die Atatürk. Und wir haben heute Markt, ne? Ja, stimmt. Ich liebe den Markt in Kessel, weil er schön klein und übersichtlich ist. Bei mir hinten, ich habe bei mir der auch den Dienstagsbasar direkt vor der Tür. Oh. Aber der ist mir einfach zu groß. Hier rechts ist der. Genau, hier ist der Markt. Und er fährt mich jetzt nach Hause. Und die Info an alle, jeder, der hier auswandert, am Anfang hat man viel zu tun. Stimmt's, Thorsten? Richtig, die erste Zeit. Viel Banken, Bankautomat, Karte, dies und das hast du ja auch hinter dir, ne? Ja. Und ich lässt mich jetzt im Café raus, vielen Dank dafür. Oder hier am Eck kannst du mich auch rauslassen. Ja, ich halte kurz an, ich will Öl nachfüllen über meinem Auto. Ah, okay, dann kannst du gleich reinfahren. Ja, genau. Und hier ist mein wunderschönes Café und genau, jetzt, da wartet jetzt auch jemand, habe ich gehört. Jemand Hübsches. So, ich gleich mal Öl nach. So. Oi, oi, oi. Also, er kommt gleich wieder, gell? Thorsten, war dann. Bitte schön. Ja, hast du auch. So, wir sind jetzt hier mal kurz vor Kargitschak am Strand. Ihr seht da hinten Grabsteine. Und hier haben wir, weiß ich nicht, das sieht auch aus wie alte Gräber. Und hier haben wir das Meer. Mehr, was interessiert mich auf Meer? Ich brauche Bier. Mehr Bier. Wetter ist heute top. Aktuell gerade 18, 19 Grad. Ihr seht, Sonne scheint. Da oben ist er. Falls in Deutschland keine ist, könnt ihr euch jetzt ausschneiden. Ja. Sieht schon urig aus, das Ganze hier. Aber da haben wir auf jeden Fall ein Strandcafé, wo wir uns jetzt hinsetzen wollen und Käffchen trinken. Dieses Rauschen beruhigt so dermaßen. So, mein Lieben, zum Tagesabschluss, Abschluss, gibt es jetzt noch mal eine neue, geänderte Version für die Einreise in die Türkei zum PCR-Test. Ja, viele haben ja gesagt, 26.05., bla bla bla, der eine sagt 13.04., nein. Es kam heute eine geänderte Version raus, 15.04. Bis dahin wird aktuell ein PCR-Test benötigt für Einreisen in die Türkei über Wasser, Land oder Luftweg. Mann, ja, also wir wollen hoffen, dass es besser wird. Nach wie vor habt ihr gesehen, die Restaurants sind offen, alles andere ist geöffnet und es läuft wieder. Das Einzige, was nicht passt, ist das Wetter, weil es ist kälter geworden heute wieder. Es waren heute Mittag, als ich mit Ali unterwegs war, waren es ja, 17, 18 Grad. Und jetzt sind es nur noch 12, 13. Also wir haben es auch schon abends fast 20 Uhr jetzt hier in der Türkei. Ja, also von daher wird es alles besser und schöner hier. Also von daher, Leute, wie gesagt, wenn euch einer was sagt, 15.04. Bis dahin braucht man hier einen PCR-Test. Es wurde heute aktuell geändert. Am Schluss füge ich euch gerne nochmal gleich das Bild mit dazu ein. Ja, und ihr könnt euch das gerne nochmal angucken. Alles klar, Leute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis später. Und lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ein Like, einen Daumen, einen Kommentar. Ja, alles klar.